ziua! Sunt Ioana Micu, executive manager IMB Wine Company. Ne aflăm în Podgoria Lechința, centru viticol Batoș și vă invit astăzi împreună cu mine să descoperiți povestea din spatele vinurilor Liliac și Crepuscul. Aflăm în Podgoria Lechința, pe proprietatea Cramei Liliac, o investiție care a pornit în Transilvania în 2010. Am lângă mine pe Alfred Mihail Beck, care este proprietarul Cramei, și Rudolf Crișan, consultantul nostru din Austria, care ne vor răspunde la câteva întrebări în acest moment. Domnule Beck, care a fost ideea din spatele investiției în partea de viticultură și vinificație din Podgoria Lechința? Mein Kerngeschäft ist ja eigentlich Hochbau, Projektentwicklung und Investitionstätigkeit, aber ich habe schon vor über 20 Jahren in Österreich begonnen, alternativ in Forst und Landwirtschaft zu investieren und im zweiten Schritt dann in Rumänien, in Oltenien, zuerst einmal im reinen landwirtschaftlichen Sektor und wurde dann vor ungefähr 5 Jahren von einem rumänischen Mitarbeiter informiert, dass hier eine Restitution von Weingärten in seiner Familie ansteht. Und da hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu investieren und die Möglichkeit zu eröffnen, hier wieder Weingärten entstehen zu lassen. Care este valoarea investiției din acest moment în partea de plantație și în cramă și care vor fi investițiile pe care le veți desfășura în continuare? Bis jetzt sind es ungefähr 7 Millionen Euro, die hier investiert wurden. Und wir rechnen noch mit einer Investitionsphase von weiteren 2 Jahren, bis der Betrieb ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften kann. Und hoffen dann mit Hilfe unserer Fachleute und mit Hilfe unserer örtlichen Mitarbeiter, dann letztendlich dann den Schritt in die Gewinnzone zu erreichen. Domnule Crișan, care este lucrul care vă provoacă cel mai mult în partea de vinificare aici, în Transilvania? Bin Önologe und betreue in Österreich einige Weingüter, auch in Ungarn. Und ich habe das Glück gehabt, also den Herrn Beck zu treffen, der mir also gebeten hat, dass ich mit ihm hier unten in Rumänien gemeinsam also dieses Weinbauprojekt realisiere. Und ich habe also vorher die lokalen Sorten, muss ich gestehen, überhaupt nicht gekannt, weder für Tasca Regale noch für Tasca Niagara. Aber im Laufe der letzten 3 Jahre also festgestellt, dass das wirklich also ganz, ganz, ganz tolle Sorten sind, mit denen man wirklich internationale Weine produzieren kann, also mit einer rumänischen Identität. Es ist immer ganz wichtig, nicht nur modernen Wein zu produzieren, sondern der Wein soll auch eine Identität haben zum Weingut und natürlich auch zum Land und zum Terroir. Und hier, was in den beiden Weinbaugebieten Batoș und Lechința, finden sie an und für sich Voraussetzungen, die ausgezeichnet sind, sowohl also für Weißwein, auch für Rotwein. Wir haben auch internationale Sorten wie Sauvignon Blanc und Chardonnay angeplant. Und ich muss sagen, Sauvignon Blanc liefert eine Aromatik, wie sie nur in den Übersee zu erwarten ist. Ich habe eine sehr, sehr reife Aromatik, eine Maracuja und sagt sehr, sehr duftig und frisch. Und darum glaube ich, dass Transilvanien ein ausgezeichnetes Weinbaugebiet ist und sie ein unglaubliches Potenzial steckt. Cât de des vizitați Crama și cum vă face să vă simțiți locul, Transilvania? Care sunt sentimentele pe care le aveți în momentul în care poposiți la dumneavoastră în plantație și degustați vinurile pe care domnul Crișan le produce? Versuche so oft als möglich hier zu sein und die meine mit anderen Geschäften verbundenen Besuche in Rumänien immer wieder mit einem Besuch in den Weingärten zu verbinden, weil mir hier dieser Platz in Batoș, oberhalb von Batoș, wirklich ans Herz gewachsen ist. Und wie unser Önologe Crișan immer wieder sagt, sieht hier einen Platz, der nach den Richtlinien von Feng Shui gemacht wurde. Und für mich ist die Landschaft derartig beeindruckend. Und auch es freut mich einfach, dass es hier gelungen ist, einen Betrieb zum Leben zu erwecken, der Ortschaft und den Bürgern von Batoș wirklich die Möglichkeit gibt, hier auch zu arbeiten und letztendlich ein tolles Produkt mit Hilfe unserer Önologen auf die Beine zu stellen.
Bună, Sergiu, bine ai venit la Crama Liliac. Bună, Ioana, bine v-am găsit. Am tot auzit povestea asta, că vinul bun pleacă din vie. Suntem în vie aici. Este gama Crepuscul, care se găsește în momentul ăsta doar la Mega Image. Sunt strugurii provin din zona asta? Da, provin din Batoș și din Vermeș, unde avem o altă parte de plantație. Înțeles. Gewurztraminer este primul, nu? Parcă. După avem două cupaje de alb, hai să spunem asamblaje, să fim și noi mai prețioși. Ce avem acolo? Sauvignon Blanc, o fetească regală și Pinot Gris cu fetească albă. Încheierea e dată de o fetească neagră și m-am gândit, doamne, Transilvania, iar de unde fetească neagră aici? Cum a început povestea la fetească asta neagră? Foarte mulți ani s-a considerat că în Transilvania nu se pot cultiva soiuri roșii, dar datorită faptului că condițiile din fiecare an s-au schimbat și am ajuns să avem toamne foarte lungi, în momentul ăsta putem să cultivăm liniștiți fetească neagră, Pinot Noir și Merlot. Ați făcut studii în sensul ăsta? Adică lucrurile știu că se fac foarte așezat. A face vin nu e o chestie așa de azi pe mâine, încet, ușor, tehnologie, multă cercetare până ajungi la produsul finit. În 2010, când am achiziționat plantația, era deja în anul 3 și feteasca neagră și merlou aveam două parcele mici care erau deja plantate și așa că a fost pentru noi primul an de test în care am văzut care este potențialul la care putem să ajungem. În urma acestui fapt și văzând efectiv că pot să ating un nivel de calitate deosebit, au potențial, am hotărât să mărim suprafețele cultivate cu fetească neagră Merlot și am introdus și Pinot Noir. Da, cred că o să le și degustăm, oricum. Eu mă bucur că suntem aici, la locul unde se naște Crepuscul. Stăm și mă gândeam, practic locul de unde răsare apusul. Sună puțin bizar, de aici se face Crepuscul, aici se face Gewurztraminer, de aici luăm fetească albă, fetească regală, Sauvignon Blanc, Pinot Gris și fetească neagră, nu? Crepuscul. Doar la Mega Image. Doar la Mega Image. So, wir haben heute einen wunderschönen sonnigen Tag und haben unsere Lese begonnen, also 2014, mit einem Muscat-Ottonellen. Und wie Sie sehen können, werden also die Trauben in Großkisten geerntet mit 300 Kilogramm, werden dann abgekippt, werden mit einem Transportband auf eine Rüttelmaschine transportiert, wo die Trauben in ihrem Volumen aufgeteilt werden, kommen dann in einen Revler, einen sogenannten Gestimmer, wo sie von Stieleln und Beeren getrennt werden. Hinterher kommen sie auf einen Sortiertisch, wo die Trauben, also nur wirklich die schönen, reifen, gesunden Trauben aussortiert werden gegenüber den Beeren, die vielleicht einen Hagelschlag haben oder Grünteile und so weiter, werden aussortiert. Hinterher werden die Beeren zerquetscht, kommen dann über eine Maischepumpe, werden sie direkt in eine Presse gepumpt, wo sie hinterher dann gepresst werden und der Saft kommt dann in die Kellerei, wo er weiter für die Vinifizierung verarbeitet wird. Am recoltat, am presat, mustul va trece în tancuri unde va rămâne până în februarie și se va transforma în vinurile din gama Liliac sau gama Crepuscul. Der Eindruck der Landschaft, der Eindruck der Natur hier und letztendlich, wie Sie jetzt im Hintergrund sehen können, das Licht hat uns zu der Namensgebung des Weines Crepuscul geführt. Dieser Wein soll all das wiedergeben, was Sie hier empfinden können in dieser Landschaft und was also diese Weinberge uns geben können. Genießen Sie es und auch Liliac letztendlich sollte dann der nächste Schritt Ihres Weingenusses sein.